zusammen. Heute geht's weiter auf der Leiter. Ich habe inzwischen, wie gestern angekündigt, ja, die Twitch-Videos auf meinen YouTube-Kanal Wollist Gamer übertragen. Also das, was ich seit dem 1. Oktober gestreamt habe. Und habe dann auch versucht, über ein Open Source, also Freeware Videobearbeitungsprogramm, Video Editor, das irgendwie das auch in halbstündigen Videos zu schneiden und halt so ein paar Sachen hinzuzufügen mit, weiß was ich, Schriften und Pipapo und Effekte und bla. Ich kam mit dem Videobearbeitungsprogramm überhaupt nicht klar. Also teilweise schon, aber teilweise hat mich das ein wenig verwirrt und andererseits fand ich das auch sehr umständlich. Vielleicht bin ich einfach schon zu alt geworden, dass ich halt mich mit solchen neuen Techniken große Schwierigkeiten habe. Und habe dann nach einer Stunde hin und her probierens und irgendwie versuchen zusammenzuschneiden, habe ich es dann doch aufgegeben und habe dann mich dann kurz entschlossen, die Videos, so wie sie auf Twitch sind, also wenn es halt, ich sag mal, ein, zwei, drei Stunden laufen oder länger oder kürzer, dann halt genau so, wie sie sind, auf den YouTube-Kanal zu übertragen. Natürlich mit den Infos, die ich auch auf Twitch habe. Und ich bin sehr zufrieden damit. Ich habe das auch jetzt die letzten zwei, drei Stunden auch richtig dran gearbeitet. Und es wäre schön von euch auf meinem YouTube-Kanal, was ja auf meiner Panel-Seite ja verlinkt ist, auch mit einer Grafik, dass ihr dort vorbeischaut, ein Abo dalasst, ein Like. Dafür wäre ich euch dankbar. Und ja, also ich bin wirklich heute stolz auf mich. Und ja, wie es jetzt weitergeht. Ja, die Arbeit, die ich noch morgen fortsetzen werde im Laufe des Tages, ist Stream Elements Moderator. Da habe ich noch also Hilfsbedarf und damit stehe ich schon im Discord mit der Streamerin Shazadi in Kontakt. Wir kennen uns schon länger über Twitch und ich habe ihr schon einige Keys geschenkt, die ich von Humble Choice bekommen habe. Und also wir verstehen uns sehr gut miteinander. Und wenn ihr sie unterstützt, dann unterstützt sie auch mich und umgekehrt und auch umgekehrt. Und dann sind wir alle glücklich. Also wie gesagt, wenn ihr unterstützt uns Kleinstreamern, die halt so, ich sag mal, bis zu 10, 20 Zuschauern haben, dann sind wir echt froh darum. Also jede Unterstützung ist wertvoll und ich bin sehr dankbar dafür und Shasadi natürlich auch. Und ja. Sonst natürlich die anderen, die mich unterstützen, auch. Ihr seid auch alle herzlich willkommen und meine Dankbarkeit gilt auch euch, die ihr ein Follow auf meine Seite gesetzt habt. Und wie beispielsweise auch der Graf Menzel, der hat mich vor 13 Tagen geradet. Und da kamen noch ein paar neue Follower hinzu, wie Firelight und noch ein paar andere. Und ja, ihr seid alle willkommen. So, ich habe gerade eine WhatsApp-Nachricht, eine sehr wichtige bekommen. Ich muss mal kurz reinschauen. Habt bitte Verständnis.
Dauert einen Moment. Ist gerade sehr wichtig. Da geht es nämlich um meine Katzen, die ich verkaufen möchte. Und ich habe gerade im Chat, in WhatsApp, gerade ein Gespräch. Aber jetzt hat er sich abgemeldet. Gut. Okay. Wir machen jetzt mit Pharao weiter. Und ich hatte ja schon gestern, da bin ich auch sehr stolz drauf, Rabennacht. Hatte ja schon gestern früh, ja, spontan ist mir eingefallen. Ich dachte, das ist ganz gut. Und auch die Definition dazu findet ihr sowohl auf der Twitch-Seite als auch auf dem YouTube-Kanal. Habe ich auch aktualisiert. Und ja, wenn euch das anschaut, Dankeschön. So, es geht hier weiter. Weiter auf der Leiter. WhatsApp hat gerade geantwortet. So, Isis, endlose Mysterien. Die Kunst der Isis bringt wahre Furchtlosigkeit. Es gibt immer mehr zu tun, zu geben und zu empfangen, in diesem und im nächsten Leben. Hört sich interessant an. Achso, was ich sagen wollte. Warhammer 3 habe ich echt richtig Bock drauf, die Waldelfen zu spielen. Höchstwahrscheinlich mit Orion oder Schwestern des Zivilichts. Mal schauen. Ja, also habe ich auch so richtig Bock drauf. Wann das sein wird, morgen oder übermorgen, weiß ich noch nicht, ne? Weil nämlich am 18. kommt das neue DLC zum Mega-Aquarium. Und da habe ich schon das erste DLC und das Hauptspiel. Und am 19. erscheint Hexarchie. Da warte ich erstmal die Rezensionen ab, beziehungsweise den Preis. Und wo es halt beim Keyseller günstig gibt. Dann erscheint Euro Truck Simulator 2, das neue Expansion Westbalkan. Da freue ich mich auch riesig drauf. Dann könnte ich mir vorstellen, das auch zu streamen. Da habe ich richtig Bock drauf, weil ich habe alle Expansions, also die Karten, aber nur einige wenige von diesen, ich sag mal, ja, diesen Pipapo-Sachen, ne? Und tralala. Ja, das könnte ich mir vorstellen. Euro Truck Simulator 2. Dann erscheint aus dem Early Access Galactic Civilization 4. Gibt es schon in der deutschen Sprachausgabe. Kaufe ich nur dann, wenn es ein günstiges Angebot im Rabatt-Sale gibt. Wenn nicht, dann warte ich halt, bis es irgendwann ein Sale dazu gibt. Weil Galactic Civilization 3er habe ich, den 2er habe ich, alle vollständig. Und ja. Gut, das wollte ich mal bekannt geben. Bis denn. So, es geht weiter. So, ich habe mir ein Sandwich aus dem Kühlschrank geholt. Also, falls ich schmatzen sollte und das bei euch so ankommt, kann mal vorkommen. So. Ah, Damaskus. Das liegt im Süden von Syrien. Und hier, westlich davon, liegt Libanon. Aber das habe ich schon dort erobert. Zu Megiddo hatte ich im letzten Stream was erzählt. Und ja. Also jetzt ist praktisch Libanon habe ich schon. Und dann Syrien. Habe heute einen Artikel gelesen bei einer Gamer-Webseite, die ich den Namen nicht nennen möchte, dass die Spieler über Pharao, Total War unzufrieden sind und nicht glücklich damit und dass die anderen Total War-Spiele mehr gespielt werden, wie Warhammer 3 beispielsweise oder Rome 2 oder Medieval.
Und also ich aus meiner Sicht kann nur Pharao verteidigen. Also ich finde es richtig geil, richtig gut. Kannst mit den anderen mithalten. Wenn die anderen Spieler unzufrieden sind, ist halt deren Sache. Aber ich verteidige es und kann es nur jedem weiterempfehlen. Und ich werde auch irgendwann mal, sage ich mal, irgendwann eine Rezension dazu schreiben. Natürlich eine Empfehlung, eine positive. Das ist schon mal klar. So, baue Häusle schaffe. Zufriedenheit. Da gibt es Vorteile, je mehr Einfluss man hat. So, auf nach Damaskus. Kennt ihr die Geschichte von Damaskus? Aus dem Neuen Testament der Bibel? Wie Saulus zu Paulus wurde? Kennen wahrscheinlich die wenigsten. Ihr Heiden. Ihr Heiden wisst das ja gar nicht. Ich glaube, die Älteren, die schon früher Religionsunterricht hatten oder in die Kirche gegangen sind, kennen die Geschichte. Ich werde jetzt natürlich nicht alles, ich werde jetzt das jetzt nicht erzählen. Aber da ging es halt darum, dass halt der Apostel Paulus dorthin gereist ist. Und er wollte sich mit jemandem dort treffen. Und dann ist er vom Pferd gefallen, weil halt so ein Blitz kam. Und dann sprach so eine Stimme zu ihm: Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Und das war die Stimme von Jesus. Ja, und dann wurde aus Saulus zu Paulus, weil er dann erkannt hat, dass er Scheiße gebaut hat in letzter Zeit. Und ja, und danach war er dann ein guter Mensch. Das heißt, Saulus war ja noch kein Apostel, sondern als er zu Paulus wurde, wurde er zum Apostel mit Hilfe von Petrus. Wer war Petrus? Ein Apostel. Aber eigentlich ist ja der Paulus ja kein Apostel, weil Aposteln können sich diejenigen nennen, die halt die Jünger von Jesus waren. Und Paulus kam halt extern dazu, weil er war eigentlich Römer. Also er hatte römische Staatsbürgerschaft gehabt. Und ja, ja, und dann hat er halt missioniert in Kleinasien, in Griechenland, in Rom und überall. Ja, das ist die Geschichte von Damaskus. Und da traf er, als er dann vom Blitz getroffen war, nein, nicht vom Blitz, aber der ist vom Pferd gefallen durch den Blitz. Und die Stimme sprach halt zu ihm von Jesus. Und da traf er in Damaskus den Simeon. Und der Simeon hat dann, also der Saulus wurde ja blind.
Das muss ich dazu sagen, durch den Blitz wurde blind. Und der Simeon in Damaskus, der hat ihn praktisch von seiner Blindheit befreit. Cool, ne? Sollte zum Allgemeinwissen gehören. Bürgerkrieg. Ich habe mit beiden militärisches Bündnis. Das heißt, egal wie ich mich entscheide, entweder für den einen oder für den anderen, oder es ablehne, ist immer, die Kacke ist immer am Dampfen, egal wohin. Und da gehe ich natürlich dahin, wo die meisten Verbündeten verbleiben. Und das bei Ramses. Tja. Ja, ist leider so. Also nützt ja nichts, wenn ich jetzt auf die Seite Armin Messe gehe und hab dann ganze Meute am Hals. Macht ja auch keinen Sinn. Ist blöd, ich weiß, das ist total blöd. Aber das ist halt so bei Total War Spielen. Oder auch anderen Strategiespielen. Man macht Bündnisse. Und dann ist die Kacke am Dampfen. Wenn sich dann die Bündnispartner gegenseitig bekriegen. Mehr Holz.
So, auf geht's. Auf nach Damaskus. Aber diesmal trifft einen nicht. Diesmal trifft es nicht. Seti trifft es diesmal nicht, den Blitz. Der ist schon erleuchtet. Seti ist schon erleuchtet, der muss nicht vom Blitz getroffen werden. Oh. Ja, Seti muss nicht zu Paulus werden. Von Saulus zu Paulus, ey. Einige kennen das Sprichwort, aber die meisten kennen die Geschichte nicht. Ja, Paulus war eigentlich ein großer Prediger. War sehr fleißig. Ja, sieht gut aus. Wow. Setzen. Mal schauen, wie lange ich heute mache. Vielleicht eine halbe Stunde. Vielleicht auch länger, mal schauen. Da ist ja noch ein Heini. Heinrich Kemmler. Ihr erinnert euch bei Warhammer 3 Kampagnenstream zu was war das für eine Fraktion? Ne, Dunkelelfen war es nicht. Ach, Vampirfürsten, genau. Wow, ich habe jetzt so viel Nahrung, ey. So, Gold. Ah, königlicher Erlass, Forschung. Auf Stufe 4. Gibt wieder mehr Zufriedenheit. Ich muss mal gucken, ob ich bei den Provinzen, wo ich die Steuer erlassen habe, wieder besteuern kann. Aber dabei gucken, dass die Zufriedenheit nicht wieder fällt. Zwar Provinzen. So, besteuert. Nicht besteuert. Aha. Ja, fuck, aber egal. Ja, das kommt von den vielen Arbeitslosen hier. Es war gut für die Rekrutierung, aber die hängen den ganzen Tag nur rum, saufen Bier, rauchen Tabak. Gut, damals an der Theke kannten sie noch, glaube ich, nicht, dass sie Tabak kannten, aber vielleicht was Ähnliches. Und ja, saufen, rauchen, rumhuren und jammern. Dann sind sie natürlich unzufrieden, ne? So.
ist das hier? Da steht der Fraktion nicht zur Verfügung. Ah, ich kann da nichts machen. Ja, weil es belagert wird. Ja, ich kümmere mich gleich drum. Das heißt, ich habe hier besteuert. Auch besteuert. Megiddo. Auch besteuert. Nordsinai. Muss wieder mit der Zeit besteuern. Ostsinai besteuert. Saw. Die Grusel-Horrorfilme. Wer kennt nicht die Saw-Filme? Ja, jetzt sind sie alle auf Besteuerung. Gut. Okidoki. So. Wir werden uns jetzt hier. Was ist das? Hof? So, mal gucken. Ja, hört sich ja brutal an, ne? Schlagt sie in Stücke! Also ein normaler Mensch würde sowas nicht sagen. Ja, der Sprachgebrauch der antiken Soldaten und Generäle. Ist schon heftig, ne? Aber ich frage mich, was dann moderne Soldaten dann heutzutage dann sagen oder für Sprüche von sich lassen. Ist ja auch so eine Sache, ne? Schatzkammer. Aber wir müssen die Einheiten auffüllen. Oi. Wir können einen rekrutieren. Mal gucken. Das ist sowas ähnliches. Also diese Elite-Einheiten sind sowas wie bei Warhammer die Legendary Units, also legendären Einheiten. Mal gucken, ein jemand mit Kepesh oder Streitwagen hier. Ja, Streitwagen. Weil wir haben ja drei aktuell und vier ist eine gute runde Zahl. Genau. So. Oh, da gibt's wieder neue Aktionen. Damaskus. Bist du irgendwas mit Zufriedenheit? Genau. Das können wir abbauen. Das ist für unsere Fraktion nicht nutzbar. Was machen wir dann hier? Nahrung. Ja. Ja, mehr aktuell nicht möglich. Okidoki. Ja, wir haben wieder zu wenig Stein, aber wir haben starkes Einkommen für Stein, das ist schon mal gut. So. Zwei offene Aktionen. Mal gucken. Ah, hier ist Irsu und hier. Ach, Irsu. Ja, also hier im Westen scheint es näher zu sein. Ach, genauso weit. Ja, strategisch macht es mehr Sinn, erstmal in den Süden und dann nach Norden, weil ich vom Süden ja komme. Also jetzt nicht ich, sondern Seti mit seiner Armee. So. Nach Zor. Uff. Mal gucken, legen wir den Hinterhalt. Ja. So, Runde beenden. Was wir nicht auch machen jetzt können, wir haben jetzt so viel zusätzliche Nahrungseinkommen, dass wir ja nämlich zu diesem anderen zweiten General, der schon seit Ewigkeiten da nur abhängt und hier am Skateboarden ist und der wartet die ganze Zeit auf andere Kumpels, die er halt mit ihr zusammen skateboarden kann. Und da braucht er natürlich einen geeigneten Platz dazu.
Und natürlich diejenigen, die mitmachen. Also werden wir ihnen ein paar Skateboarder dazugeben. So, was geben wir dann erstmal? Elite-Einheiten. So. Ui, die haben schon mal viel gekostet. So, was gucken wir? Einheimische Einheiten, Fraktionseinheiten. Welche sind denn besser? Fraktionseinheiten oder die Einheimischen? Wurfspeer. Ja, die können nicht so weit ballern wie die mit Bogenschützen. Also noch einen Bogenschützen wäre vielleicht ganz gut. Dann noch jemanden mit der Axt. Hier noch jemanden mit der Axt. Und dann jemand mit einem Käppisch. Also diese gebogenen Schwertern. Aha, gibt es nicht. Dann nehmen wir einen mit der Axt. So. Und dann vielleicht jemand mit einem Streitwagen. So. Und dann Speerträger wäre vielleicht auch nicht schlecht. Speerträger. Schwert, Speer. Zwei Speerträger. So, dann haben wir zumindest schon eine halbe Armee. So. Jo, jetzt haben wir sozusagen, können wir zumindest mit der zweiten Armee operieren. Die Skater. In meiner Jugend, als ich noch jung war, da dachte ich auch, ich könnte auch mal skaten. Aber ich hatte ehrlicherweise auch ein bisschen Schiss davor, weil, wegen den Verletzungen, also sprich hinfallen, Knieverletzung, Beinverletzung, Gelenkeverletzung, Knochenverletzung. Und davor hatte ich einen riesen Schiss davor gehabt. Aber ich konnte mir gut vorstellen damals, dass mir das sehr viel Spaß machen würde. Weil ich hatte auch so, ich kannte zwar keinen so persönlich da, aber natürlich hatte ich das damals in den 80er und 90er Jahren sehr oft gesehen. Da waren nämlich immer die ganzen Jugendlichen und jungen Erwachsenen, aber eher mehr Jugendliche, mit Skatern unterwegs und meistens natürlich Männer. Es gab zwar auch vereinzelt Frauen, die ich mal gesehen habe, aber meistens waren es Männer, Jungen. Und ich fand das immer total cool. Was ich aber gemacht habe, war Rollschuhfahren. Also da gab es halt in Kassel, wo ich ja herkomme, Geburtsstadt, so eine Rollschuhbahn in so einer Halle. Und da waren wir auch mal mit der Realschulklasse dort und zweimal oder so. Und ja, Rollschuhfahren konnte ich. Schlittschuhfahren so ein bisschen, ging so. Aber Skaten habe ich mal so ansatzweise mal probiert, draufgestiegen und bin aber jedes Mal hingefallen. Natürlich als Anfänger ist klar. Und es hat mir Spaß gemacht, aber ich hatte immer Angst vor Verletzungen. Und ich sag mal so, hätte ich damals entschieden, ja, ich mache das trotzdem, ich wahrscheinlich irgendwann im Krankenhaus gelandet, so oder so. Und ja. Und ich kann sagen, ich bin in meinem Leben, jetzt bin ich auch schon 50, noch nie im Krankenhaus wegen einer Verletzung gewesen. Also weder organisch noch Knochen oder sonst irgendwas. Und ja. Und hätte ich mich damals mit, sag mal, mit 15 Jahren, 16 Jahren oder wie viel,
entschieden, Skateboard zu fahren, wäre ich im Krankenhaus irgendwann gelandet. Ja, so viel zur Geschichte. Ja. Und meine damalige, was heißt damalige? Ich sag mal so, meine erste Liebe, die in der Grundschule mit mir zusammen war, und wir haben uns sehr gut verstanden. Und die ging halt später ab der 5. ins Gymnasium, ich blieb in der Realschule. Da trennten sich unsere Wege und die stand auf Skater. Und das war eine richtig hübsche, also wirklich eine ganz, ganz hübsche junge Frau, Frau, Mädchen, später Frau. Die stand auf Skater. Ja. Ja. Bis dann irgendwann viele, viele Jahre später, als schon als junger Erwachsener war, dann von einem Freund, der mit mir zusammen im Kindergarten gegangen ist. Und wir waren halt in der katholischen Kirche der Jugend, Jugendgruppe, also von Jugendlichen. Und das sagte dieser Kindergartenfreund zu mir, der mit mir auch in die Klasse zusammenging in der Realschule, dass dieses Mädchen, die halt meine erste Liebe war, die hielt mich für eine Flasche. War natürlich damals für mich ein Schock, aber heutzutage kann ich drüber lachen. Aber trotzdem, wie es jetzt aktuell sieht, nach 30 Jahren, ob sie nach 30 Jahren ihre Meinung dazu geändert hat, weiß ich nicht. Ich habe es auch seit Ewigkeiten nicht gesehen. Also sie war jetzt, glaube ich, immer noch in Kassel. Die hat ja dort, was ich zuletzt recherchiert hatte, vor zig Jahren, für die NVV gearbeitet, im Büro, in der Verwaltung. Also NVV ist in Kassel die Straßenbahn- und Busgesellschaft, also sowas wie öffentlichen Nahverkehr. Ja, ist ja auch in Kassel. Und dort hat sie als Verwaltungs irgendwo dort da gearbeitet, keine Ahnung. Das war halt die letzte Recherche. Wie ich es zuletzt gesehen habe, war 2001, als mein Vater verstorben war, 2001. So, da müsste ich rechnerisch, also mein Vater ist am 10. September 2001 verstorben und ich kam 2000, am 11. September nach Kassel und dann einen Tag später, am 12. September, gingen mein Bruder und ich in die Stadt in Kassel, Innenstadt, und wir kauften da was ein. Und zwar kaufte mein Bruder für mich damals die physische Spielbox Der erste Kaiser, der First Emperor für China, also sowas wie diese Städtebilderspiele, was wo es zurzeit ein Remaster zu Pharaoh New Era gibt. Also halt gab es ja noch andere Ableger wie Zeus und Caesar und so weiter. Ja, und da hatte mein Bruder damals mir ja, diese physische Box-Version The First Emperor gekauft, also ging es halt zum Städtebauspiel China. Und als wir dann halt durch die Stadt gingen, da sah ich sie zum letzten Mal. Und die heißt übrigens Claudia, eine Polin. Und zumindest kam sie in die Grundschule von Polen aus. Konnte ein wenig Deutsch nur, aber wirklich eine sehr, sehr hübsche. Ja, und wir haben uns immer so gut verstanden. Und ja, und das, wo ich sie zuletzt sah, war 2001 am 12. September. Und das ist jetzt 22 Jahre her. Und das, was ich im Internet recherchiert hatte, das war doch noch mal ein paar Jahre später, wo sie halt in der öffentlichen Nahverkehr in der Verwaltung arbeitet hat. Wie es jetzt aussieht, weiß ich nicht. Und es gab mal vor ein, zwei oder drei Jahren, da hatte ich, ich glaube, Dieter Nuhr, kann ich vor zwei, drei Jahren, letztes Jahr oder wann, Dieter Nuhr so eine Sendung geschaut, und zwar dieses Jahresrückblick. Und da habe ich geglaubt, sie wiederzusehen oder wiederzuerkennen bei den Zuschauern, wo halt die Kamera so drüber geschwenkt hat. Da glaubte ich, sie dort wiederzuerkennen. Aber ich war mir nicht sicher.
Jedenfalls. Ja, so viel zum Thema Skater. Ja. Wer weiß, ob ich sie irgendwann wieder sehe. So, wie sieht's hier aus? Ja, also hier die Schlacht bei Java. Kann ich nichts machen. Ist verloren. Die Stadt hole ich mir wieder. Ach ja, so ist das halt mit vergangenen Lieben. Uiu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 i, sieht ja gar nicht gut aus. Angriff ablehnen. Ja, wenn wir verlieren, sowieso. Hofaktion. Tratschen. Damaskus. Ah. Stufe 2. Sichem. Mehr Holz. Megiddo. Mehr Gold. Seti. Ja, ich glaube, ich sollte. Ich muss mal gucken. Java. Ja, wurde zurück. Ja, hole ich mir später. Ich glaube, ich muss erstmal mich hier in der Stadt regenerieren. So. Ja, trotz Hinterhalt hat's, ja, war nicht stark genug. Kann ja passieren, ne? Ja, ich denke, ich werde bis Runde 130 spielen. Dann ist Feierabend. Dann gleich danach auf YouTube hochladen. Den Zusammenbruch überleben. Hui. Unterhaltet insgesamt 30 Einheiten des folgenden Typs. Einheiten der Stufe 1 und 2. Ja, wenn ich aktuell nur die Hälfte habe, macht das wenig Sinn. Stellt sich, dass wir zerstört werden, ihr so. Ja, ich bin nicht so mit Zerstören, das ist nicht so mein Ding. Ja, nehmen wir Bronze. Hofaktion. Tratschen. War das jetzt Tausted oder wer? Die bewundert meinen Umgang, die Strategie in meinem Umgang im Hof. Ja, indem ich tratsche und dann unterschlage. Naja, das kennt man ja heutzutage von den Politikern.
Wer kennt das nicht? Kroschena. So. Bin wieder im Minus hier. Ja gut, muss mal gucken. Mal schauen. Oh, am Messe im Süden. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Da kann er ja im Süden da mal aufräumen. Mit seiner 10er Armee. Mit seinen Skatern. Ah, wo bist du dann? Ah, wo bist du denn? Bei Timna. Ah, hier bei Hardai. Ach, da bist du ja. So, du Heini. Auf nach Süden. Nach Unterägypten. So. Ja, sonst Runde beenden. Aber schade, so wenn ich so das heutige Stadtbild bei uns in der Stadt hier sehe, habe ich eigentlich schon jahrelang keine Skater mehr gesehen. Aber das ist auch so allgemein so, die Jugend von heute. Die sind eher zu Hause spielen, streamen, influencen, zocken. Ja. Statt draußen zu skaten oder Rollschuh fahren oder Inlinern. Ach so, man sagt ja schon seit 10, 15 Jahren Inlinern. Ich glaube, in den Nullerjahren kam das so ins Gespräch, in die Kommunikation. Statt Rollschuh fahren, Inlinern. Wobei Rollschuh natürlich vier Rollen hat, zwei parallel. Und Inliner sind halt eine Linie, eine Gerade. Ich glaube, das ist schon ein kleiner Unterschied, ne? Ja, aber man sieht das gar nicht. So gut wie gar nicht. Also ich zumindest nicht. Ah ja, die ganze Investition für die Katz. Da würde ich mich. Ach, armen Messe, mit dem ich im Krieg befinde. Oh ja, ich wollte ihn schon bei dem einschleimen. Ich glaube, das kommt nicht gut. Mit dem man im Krieg sich befindet, sich einzuschleimen, keine gute Idee. Aber vielleicht den Vizekönig. Ah, was wollt ihr denn? Was wollt ihr denn? Rabatte anwenden. Aschkelon. Ja, Siedlung verbessern, ne? Oh, Maximalstufe 5. Damaskus. Mal gucken, was ist machbar. Einfluss. Einfluss, ja. Einfluss ist gut, gibt mehr Vorteile. Seti. Ja, der ist aufgerüstet, gut. So. Ja. Einheiten auffüllen, ne? Jo.
Ah, wieder auffüllen, ja. Ui. Fähigkeitspunkte, ja. Wir verbessern uns. Wir verbessern uns. Bessere Waffen wären auch nicht schlecht, ne? Also guck mal, wenn ich mir so mal gucke, die Rüstung und bla. Ja, blau ist schon mal ein bisschen besser, ne? Kriegsschild. Ah, das sind sowas wie die Unterstützung bei Warhammer beispielsweise, ne? So, Runde beenden. Ja. Oh. 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 Ich kannte mal einen Bauern. In dem Heimatland meiner Eltern. Und, weil ich bin ja Kind von Migranten, ne? Und da war ich noch ein Jugendlicher, glaube ich. Ja, Jugendlicher. Und da waren wir zu Besuch beim Bauern in den Bergen und der hatte ein Pferd gehabt. So ein, ja, so was wie Arbeitspferd oder Kutscherpferd, also beides. Und dieser Bauer, das war so ein älterer Mann, hat aber noch keine grauen Haare gehabt, sondern noch schwarz, obwohl er schon sehr alt war. Ich weiß nicht, ob er die gefärbt hat oder nicht, oder vielleicht Schuhcreme genommen hat, ich weiß es nicht. Und aber der roch auch wie ein Bauer, ne? Der hatte so echt so einen ganz intensiven Bauerngeruch, ne? Also es war angenehm. Also ich, für mein Empfinden, fand das angenehm, ne? Also der roch gut. Und der sagte dann immer zum Pferd, oh, 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 brrr. Aber mit so einem ganz tiefen Bauernton, also so einen ganz tiefen Ton gehabt, ne, so. Brrr, brrr. Und daran erinnere ich mich noch. Ja. Das war der, ich glaube, der Bauer war der Schwiegervater meines Onkels. Genau, der Schwiegervater meines Onkels. Ich glaube, der war das. Der ist natürlich jetzt, glaube ich, schon längst verstorben, weil das ist ja schon vor 30 Jahren geschehen oder länger. Weil da war ich ja noch Jugendlicher. Ja, aber ich habe immer noch diese Erinnerung, wie er halt mit dem Pferd gesprochen hat. So. Brrr. Und dann sein Geruch und das Geruch des Pferdes und der Kutsche. Das war ja keine richtige Kutsche, wie, jetzt, wie man sich das vorstellt, sondern eigentlich so ein Wagen. So ein Wagen, wo man Sachen auflädt. Eigentlich keine Kutsche, sondern ein, ja, ein Ziehwagen oder wie man das nennt, keine Ahnung. Zacker. Hat das jetzt eingenommen? Kann man jetzt zwar so sehen, aber das heißt noch nicht, ob es tatsächlich eingenommen worden ist. Das kommt immer erst nach der, nach dem Ende des Durchlaufs. Ja, ich muss mal gucken, hat der Sacker jetzt eingenommen oder nicht? Java. Sacker. Ja, das sollte ich wohl mal die Sachen reparieren. Sicher im Sacker. Reparieren, okay, gut.
Wachstum der Arbeiterschaft. Oh. Ja, besser als nix. Was machen wir denn mit den ganzen Arbeitslosen? Außenposten Damaskus. Wirtschaft. Ja, mehr Produktion. Saka. Mehr Holz, ja. Aschkelon. Aschkelon ist übrigens eine Philisterstadt. Also wer sich mit dem Alten Testament auskennt, ich habe es ja schon zweimal im Leben durchgelesen, als Jugendlicher und später, also Mitte der 20er. Und es gab ja die Philister, das waren ja sozusagen dort, wo heutzutage der Gazastreifen und weiter noch nördlich geht, da waren die Philister und das waren sozusagen die ja, Feinde von den Israeliten damals vor. Ich muss ja rechnen, so vor rund 3.500 Jahren. Also man kann sagen so 1.300 vor Christus ungefähr. Und damals regierten zur Zeit der Richter im Alten Testament sozusagen die Richter über die Israeliten, die 12 Stämme. Und darunter war zum Beispiel Simson und auch Samson genannt und auch andere, Joshua beispielsweise, Josua. Und ja, und da gab es halt die Philister, das waren halt die Gegner, also ziemlich starke Gegner. Und bekannt ist ja von den Philistern wie David gegen Goliath. Goliath war ja auch ein Philister. Und da gab es halt die 5 Städte der Philister. Und einer davon war hier Aschkelon. Und ich glaube, Aschkelon gibt es heute immer noch. Weiß ich nicht so genau, aber kann sein. Und ja, ist eigentlich eine Philisterstadt, das wollte ich eigentlich nur sagen. So, Zufriedenheit, okay. So, Baumöck, Damaskus. Nahrung, ja. Okay, Seti, mal gucken. Ja, der hat sich weitgehend geheilt. Er kann wieder marschieren. Mal gucken, wo los lang geht. Java kümmert er sich später drum. Mal gucken. Hä? Ach, Zor wurde erobert von Verbündeten. Okay. Ja, das scheint ja hier alles Paletti zu sein. Ja, dann kann er doch nach Java gehen, ne? Ja, mit den Bai habe ich auch keinen Krieg, dann geht's nach Java, okay. Ui. Ja, Verbündeten, ne? Ja, natürlich auf Seite der Verbündeten, ist klar. Ach, schon wieder Sacker, ey. Ich glaub's ja nicht, ey. Die sind ja richtig penetrant. Sacker, die gehen mir auf den Sack. Fraktion Pyramesse. Ja, von mir aus.
Die sind auch sehr nett. Besonders nett ist es im Bett. Wie einst mein Küchenchef sagte, zum Frühstück, zu seinen Küchenhilfen, weiblichen Küchenhilfen insbesondere. Wer weiß, was wir privat miteinander hatten. Aber da war ich noch jung. Da war ich noch jung, ich glaube 22, 23 Jahre alt. Sacker. Absacken, sagt man ja auch. Wirtschaft. Man sagt ja auch absacken, absackern. Dieses Wort hatte ich zum allerersten Mal im Leben vor 10 Jahren gehört, als ich mit meiner Ex zusammen war. Und wir waren auf Wangerooge in Norddeutschland. Insel Wangerooge, Nordsee. Und da sagte dann die Tante, Tante, ne, Cousine, die Cousine meiner Ex-Freundin sagte dann absackern. Und ich habe dann meine Ex-Freundin gefragt, ja, was ist das, absackern? Und dann hat sie es mir erklärt. Und da war ich 40, ich muss jetzt rechnen, 40. Das heißt, ich habe die ersten 40 Jahre meines Lebens nicht gewusst, was Absackern bedeutet. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, das kann daran liegen, dass vielleicht Absackern eher im Norden Deutschlands gesagt wird und eigentlich Rest des Landes nicht. Deswegen war mir das neu. Ja, mehr Zufriedenheit. Aber ist ja schon mehr Nahrung. So. Mehr Nahrung. So, okay, Runde beenden. So, wo ist mein Heini? So. Yo, fantastico. Saka, Saka. Ja, Runde beenden. Was? Glorreiche Niederlage, das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Ammon, die Ammoniter, Amalekiter und sonstige Kiter, das waren alles Nachbarn und Gegner oder Verbündete Israels damals vor 3000
Jahren und mehr, also so rund 1000 bis 1200 vor Christus und auch früher 800 vor Christus. Ammoniter, Amalekiter, sonstige Kita. Und heutzutage sagt man Kita eher eine Stätte für Kleinkinder. Ja, alles Kitas. So, wollen wir das Gefecht wagen? Ja, machen wir mal. Man sollte mal ein bisschen spannend. Machen wir hier schnell speichern. Vielleicht schaffen wir das ja mal. Krieg ist Handel von Bay. Tapferkeit, Ruhm, Ansehen, diese edlen Vorstellungen überlasse ich Kriegern und Priestern. Für mich ist ein Kampf nichts als eine Transaktion, in der wir in der Währung der Klingen und des Blutes miteinander feilschen. So lasst uns unsere Angebote machen, wir werden sehen, wer als reicherer Mann hervorgeht. Bay zu einem gegnerischen Anführer, Armeeführer vor der Schlacht. Ah, das war ein richtiger Kaufmann, ne? Der Bay. Kaufmanngeselle. Oder Meister, ja. Oh, ich hasse Belagerung, ey. Ich bin da so unfähig. Ja, mal gucken, mal, wo der Gegner ist. Ah, hier auch noch. Auch das noch. Das heißt, an zwei Fronten. Macht wenig Sinn. Warum ist der Axtkämpfer hinten, wenn Nahkampfeinheiten vorne sein sollen? Das erschließt sich mir nicht. So. So. Wir machen es heute mal spannend, ne? Wir führen mal ein Gefecht. Ich sage ja, Belagerung, das ist nicht so mein Milieu. Nicht mein Metier. So, okay. Ach, hier ist noch einer. Einer geht noch. Einer geht noch rein. So, der hält hier die Stellung. Falls der Gegner hier nämlich ein Ausweichmanöver macht. So, wie steht's mit den Anzahl? Ja, fast gleich. Ressource. Ressource, okay. Sonst irgendwo irgendwelche Hinterwäldler, die irgendwo rumlungern. Hä, was will der denn da? Ja, ist ja gut. So, du gehst schnell, ganz schnell dorthin. Ausweichen. Kommt er denn da hin? Was hast du eigentlich da zu suchen? Ah, weich ausweichen. Ja, der macht gerade Hasenfußtaktik. Läuft wie ein Hase davon. Lauft, ihr Narren! Von wem kam der Spruch? Scheiße, jetzt haben sie sich verfangen. Scheiße, nee, nicht verfangen, laufen! Lauft, ihr Narren!
Zwar war das von wem? Genau, Gandalf dem Grauen in Herr der Ringe. Scheiße, jetzt wird er nur umzingelt. Ah, der braucht jetzt für Hilfe. Leute, wir marschieren. Keine andere Wahl. Er braucht jetzt dringend Hilfe. So, wie sieht's dort aus? Ja, hier läuft's gut. Oh nee, nicht sterben. Das ist dir eigentlich verboten, weißt du das? So, lauft, ihr Narren! Furchtbar. Ihr Purchen, lauft! So, da braucht ihr Verstärkung. So, wie sieht's da hinten aus? Ja, die kämpfen noch alle tapfer. Hey, was machst du denn da? Hey, du sollst dahin gehen. Hallo? Der hat was an den Löffeln. Dort lang. Der Axtkämpfer treibt die feindlichen Schleuderer vor sich her. So. Die kümmern sich darum. Okay. Können hier hin. So. So, wie sieht's da dort aus? Ah, der Anführer hat überlebt, das ist schon mal gut. Ist das eine
Fernkampfeinheiten oder wie? Stehe ich gar nicht. Mann, oder hat der Plänkelmodus? Verstehe ich jetzt irgendwo nicht. Nee, der bleibt jedes Mal stehen. So, die gehen dorthin. Dommerlack. So. Haben es endlich geschafft. Ja. So. Ja nicht zu glauben, da läuft eine Einheit rum hier. Als wäre es der reinste Sonnenschein hier, obwohl Sandsturm herrscht. Ist ja nicht zu glauben. Ja, die erhalten Verschleiß. So, wir haben's. Ne, haben wir noch nicht hier. So, Hammer und Amboss. Wisst ihr, was Hammer und Amboss ist? Vorne und hinten gleichzeitig oder versetzt, zeitlich versetzt. So. Ja, Sandsturm ist gerade ein bisschen schwierig. Ja, eine spannende Schlacht, ne? Ja, schon vorbei und gewonnen. Supi, Supe, wie heißt der? Dieser Hethiter Supilumi. Oder Supilama. Ja! Oh. Da fällt mir Stein vom Herzen. Weil ich ja bei Belagerung ja so schlecht bin. Supi. Obwohl ich eigentlich ungerne Supi sage. Supi hört sich immer so schwul an. Nichts gegen Schwule. Absolut nicht, aber das hört sich echt schwul an. So. Einheiten, Moral, Schatzkammer. Mit Min.
Militärischer Zugang, ja, von mir aus. Enge Freunde, ja. Sauti. Geile Sau. Ja, so ist es. Was? Oh nee. Oh, shit. Oh Kacke. Ja, hoffen wir das Beste. Rückzug. Ach, das sind diese Wichser-Eindringlinge. Oh, scheiße. Was machen wir jetzt? Rückzug. Gefecht teilnehmen und dann Rückzug. Ja, machen wir mal, ne? Wir probieren es mal aus. Gefecht führen. Wir machen jetzt mal taktischen Rückzug. Und zwar Kategorie Hasenfußtaktik. So, Steuerung A, alle anwählen. Gruppieren. Ja, nee, so wollte ich das ja nicht, eher so hier. Und zwar am besten hinterm Berg. Damit die uns erstmal nicht sehen. Und unauffällig uns verziehen können. Möglichst unauffällig. Okay, starten wir mal. So, wir machen jetzt mal Rückzug. Gruppieren, Feuerfrei aktivieren. Ja, es gibt da keine Rückzugs hier. Dingsbums, Formation. Ja, nicht nur das. Oh Mann, die sehen uns gar nicht. Aber wir können auch nicht fliehen, ne? Es gibt keine Rückzugstaste, oder? Ja, wenn wir nicht fliehen können, dann müssen wir halt kämpfen. Ja, kann man auch nicht hier da oben drauf, ne? Ja, wir können auch nicht mal hier auf den Berg drauf. Was eine Schande. Ja, dann müssen wir halt an der Flanke des Berges kämpfen. Und zwar eine lange Front. Wir kommen aus dem Berg, hinterm Berg heraus. Das ist natürlich so irgendwie so an den Film 300. So, zum Ende des Films. Sie kämpften bis zum Tod. Und nur die Toten haben das Ende des Krieges gesehen. Ein spartanisches Sprichwort. Ein zeitloses Sprichwort. Das eigentlich alle Zeitgültigkeit hat. Nur die Toten kennen das Ende des Krieges. Ah, oh, ist das eine lange Front. Uiuiui. Uiuiui, und dann haltet die Stellung. Haltet die Stellung.
Halte die Stellung. Ja, wenn ihr schon kämpft, dann kämpft tapfer. Schnellfeuer. Sorgfältig zielen. Ach, die haben auch Buffs, ey, das wusste ich gar nicht. Ja, zumindest die Elite-Einheiten, ne? Ja, die greifen von der Pflanze. Du Schwachmat, du sollst angreifen und nicht hier fliehen. Meine Güte. Ist ja nicht zu glauben. Der steht da rum, ey. Und seine Brüder werden abgeschlachtet. Mann. War die ganze Ausbildung umsonst als Krieger. Ah, ihr habt tapfer gekämpft. Ja, das war's mit der zweiten Armee. Das war's. Vielleicht konnte er noch fliehen, wer weiß. Ja, alle null. Ja, alle tot. Ah, ich sage ja, eine 10er-Armee lohnt sich nicht. 10er-Armee ist eigentlich vergeudete Armee. So. 10er-Armee ist vergeudete Armee. So, wieder aufgefüllt. Soll mal gucken. Ach, bei. Ja, dann nach Hasor. Nach Hasor Hasi. Ja, da wollen wir mal, ne? Mensch, was bist du eigentlich für ein Sadist, Seti? Lasst sie leiden. Mal so gehässig sein. Ja, kann ich auch irgendwo verstehen, weil ein Soldat ist ja ständig mit dem Töten beschäftigt. Hat aber natürlich auch wiederum als Soldat sein natürlich auch mit sehr viel Leid am eigenen Körper und Seele zu tun. Und dann neigt man wahrscheinlich irgendwann zu Sadismus und sagt dann, du sollst leiden, sollst sterben, ich hack dich in Stücke. Ja, sowas kommt dann zustande. Ist aber verständlich, kann ich verstehen. Weil wenn man ständig mit sowas zu tun hat, dann wird man irgendwann auch so. Leider, leider. So, wir werden General rekrutieren. Und zwar gleich hier irgendwo in der Nähe. Nee, im Süden. Im Süden werden wir das machen. Ohne dass er jetzt lang marschieren muss. So. Und zwar hier irgendwo
Bei Ubaduat oder hier bei Saw oder Mefka. Ach, bei Ubaduat von mir aus. Ja, aber da hat er nicht viel. Das ist nicht sinnvoll. Würde ich nicht als sinnvoll erachten. Hier hat er mehr Möglichkeiten. Ist zwar auch nicht so weit weg. Ne? General. Rekrutieren. Set Muni. Korrenti. Macht das so einen Unterschied? Ja, der ist ja ausgeglichene Fähigkeiten. Armee einberufen. So. So, und rekrutieren. Diesmal werden wir. Was? Diesmal rekrutieren wir, wenn schon, denn schon richtig. Also, wir brauchen erstmal Speerkämpfer. Ja. 1, 2, 3, 4. Dann brauchen wir auch Schwertkämpfer oder Axtkämpfer. Also wir nehmen Schwert. Schwertkämpfer hier. Aber der ist zu schwach. Der ist stärker. Jetzt hat das Schwert. Dann brauchen wir Axtkämpfer, am besten so richtig starke. Axt. Axt. Dann den 1, 2. Dann brauchen wir Bogenschützen. Zwar richtig gute. Ja. Und dann brauchen wir Streitwagen. So. Okay, jetzt haben wir mal richtig. Jetzt haben wir so richtig uns selbst besorgt, ne? Ja, besorg's mir, ja, gib's mir. Ja, jetzt haben wir uns echt. Ja. Ja, wir haben uns besorgt, ja, genau. Ja. Ja. Ach, Unterstützung. Ach so, ja, Unterstützung. So, und dann hier Ausrüstung. Waffe. Ja, Pferd hat er noch nicht. So. Diesmal dann richtig ein 20er Armee. Wenn schon, denn schon, ne? Was? Schon wieder? Oh. Wollen wir es versuchen? Aber diesmal werden wir nicht von zwei Seiten. Da werden wir nicht von zwei Seiten verteidigen, sondern von einer Seite, damit sie stark genug sind. Ja. Goldene Speerträger.
Steuerung oder A, alle zusammenfassen. Gruppieren. Ah, nein, nicht gruppieren. Formation. Mal gucken. Die werden von da angreifen. So. Okay. So, starten. So, wie sieht's aus? Ja, das geht doch. Das können wir schaffen. Wir machen das wie bei den Thermopylen mit den 300 Spartanern. So, wir schaffen das. Wir haben schon die letzte Schlacht in Sakka geschlagen. Alter Sack. Siedlungszerstörung. Ja, ich bin auch schon so ein halber. Ich bin eigentlich auch schon so ein halber alter Sack. Bin ja auch schon Mitte des Jahrhunderts. Also ich habe schon über die Hälfte der Hälfte des Jahrhunderts geschafft. Bin schon 50. Meinen ersten Kontakt mit Spielen hatte ich, ja, als ich schon, ja, Kind war, ne? Mit Konsolen. Spielkonsolen. Atari 2600. War so Anfang der 80er, Mitte der 80er. Ja, und seitdem habe ich mit Spielen zu tun. Und meinen ersten PC hatte ich 1995. Mit Windows 95. Ja, so ist das. Stellung halten. So, ein bisschen Immersion hier. Haltet die Stellung! Oh. Ja. Sieht gerade nicht gut aus. Die könnten Flankenmanöver hier machen. Aber zackig hier. Oh, nicht so. Oh, ich wollte ein Flankenmanöver, ihr Heinis. So, und ihr sollt schießen. Wieso schießt ihr denn nicht? Hallo? Ihr sollt schießen. Wieso schießen die denn nicht? Mann! Ist doch nicht zu glauben. Vielleicht wegen Stellung halten oder so. So. Jetzt ballern. Ach so, die dürfen nicht Stellung halten. Ah, verstehe. Ah. Räuber und Feuerteufel. Ach so. Was machen die denn da? Ihr sollt schießen und nicht kämpfen. Taktische Missverständnisse, würde ich sagen. Man hört sogar richtig die Pfeile rauschen.
Ich habe noch zwei Reserveeinheiten. Der Punkt ist, sie dürfen nur nicht fliehen. Aber ich schicke mal eine schon mal nach vorne. So, wir haben sie jetzt flankiert. Den werde ich schon mal hier postieren. So, an den Flanken vorbei. Die beiden. Sieht's aus? Ja, wir sind doch ein klein wenig stärker geworden, aber nur ein klein wenig. Oh, sieht gut aus. Sieht gut aus. Ja, ich glaub's nicht. Also ich bin doch gar nicht mal so schlecht, wie ich dachte. Heldenhafter Sieg. Der Sieg ist euer. Ergötzt euch an eurer Macht und genießt den flüchtigen Ruhm. Hohoho! Wie geil ist das denn? Ich krieg gleich einen Orgasmus. Aber einen geistigen, ne? Keine Sorge. Wow. Oh Mann, ey. Bin ich gut, ey. Ja gut, nicht übertreiben, ne? Einheiten auffüllen. Ja, ich denke mal Einheiten auffüllen, ja. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich dachte, ich würde verlieren, ne? Bei mit den wenigen Einheiten und so. Per Amun. Ah, der ist ja nett. Ja, warum nicht? Ja, Sacker wurde schon zweimal hintereinander angegriffen und zweimal erfolgreich verteidigt, ey. Alter Sack, nee, ey, das bist du eigentlich ein Held, alter Sack. Die Säcke, die haben's noch drauf, ey. Die haben was auf dem Kasten. Ja, die Säcke. Brrr, brrr. Oh, ho, 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 ho.
Hofaktion. So, wieder einschleimen beim Schatzmeister. Ja. Megiddo. Wirtschaft. Damaskus. Was ist denn hier los? Die Sau muss umgewandelt werden, da die Artfraktion nicht verfügbar ist. Ja, okay. Gut. Sonst noch was? Ah, hier. Zufriedenheit, okay. Sichem. Hier bei Saka. Zufriedenheit, ja. Aschkelon, die Philisterstadt. Hatten wir vorher gesprochen. Mehr Nahrung. Ostsinai. Ah, nee, keine Wachstum. Ja, noch nicht zumindest. So, Damaskus. Mehr Zufriedenheit, ja. Und hier kann auch noch was. Ja, da ist nicht viel drin. Okay. So. Leute von heute. Wir machen Feierabend. Ich muss ja noch je nach das für YouTube hochladen. Ich würde mich freuen auf ein Like und ein Follow für Twitch und ein Abo für meinen Wollust Gamer YouTube-Kanal. Ja, sonst. Es hat heute Spaß gemacht. Ich habe heute mal gute Laune gehabt. Hatte schon bestimmt mehr als eine Woche nicht mehr gehabt. Aber jetzt geht's mir, bin auf dem Weg der Besserung mental, geistig, psychisch. Und ja, heute geht's gut. Dann, ja, ich werde mal hier speichern. Speichern. So, dann Hauptmenü. Ja, da kann ich ja mal gucken, wie es gerade bei Multiplayer läuft. Multiplayer. So. Mehr Spieler. Tote Hose, ja, das haben sie heute schon geschrieben. Ja, leider. Schon seit Tagen. Wie gesagt, ich verteidige Total War Pharao. Ein sehr, sehr gutes Spiel. Bitte spielt es und enttäuscht die Entwickler Creative Assembly nicht, denn die haben ihr Bestes gegeben, ne? Und sie haben es wirklich verdient, auch gespielt zu werden. Also Leute, Total War Pharao spielen. Das ist ein Befehl und keine Widerrede. So, war nur Spaß. Okay, ich werde jetzt Feierabend machen. Ja, sonst. Morgen geht's weiter auf der Leiter. Warhammer 3 kommt auch irgendwann demnächst. Ich kann noch nicht sagen, wann. Ich habe richtig Bock drauf. Am 19. Euro Truck Simulator 2 mit Westbalkan DLC. Wird wahrscheinlich eher am 20. gespielt. So, und jetzt Feierabend. Gut, bye bye.